So, dann steig mal auf. Hier haben wir, glaube ich, noch eine Sehenswürdigkeit, oder? nein. Wo ist die andere? Ah, in der nächsten Nische. Oh Mann, was ist das? Ein Brandsturm. Ein Brandwirbelsturm sogar. Oh, ich hoffe, er erwischt mich nicht. Oh ja, sieht aber gut aus. Da geht es rein. Guck mal da. Ach, schau an, was wir da haben. Etwas für Petey. Oh, Petey, komm mal raus. Und Bioppo. Ja, heikle. Süßer, süßer. Sehr schön. Na dann. Petey wäre hier vielleicht tatsächlich auch eine gute Sache. Das stimmt. Also gerade die ganzen lebendige Welt-Maps sind natürlich eigentlich wie gemacht für den Rollkäfer, ne? Aber tut mir leid, Utwein, ich muss dich enttäuschen. Ich bin kein guter Rollkäferführer, Fahrer. Whatever. Ich bin froh, wenn ich so gerade eben es schaffe, die Erfolge mit den Rollkäfern zu machen, aber ich würde, nachdem ich es dann bis zum Verrecken probiert habe, freiwillig nicht wieder spielen. So, ich glaube, ich bin angekommen. Am Venta-Pass. Ja, dann. Wo sind sie denn alle? Vermächtnis. Und ihr seid mein Urenkel. Mit ein paar zusätzlichen Ur davor. Kommandeur, alles in Ordnung? Kral Kaltorik ist in den Nebeln. Stücke anderer Realitäten sickern in unsere ein. Wir müssen das beheben, Bram. Machen wir. Wie immer. Bereiten wir diesen Ort darauf vor, die Überlebenden aufzunehmen. Dann kümmern wir uns um das größere Problem. Das größere Problem, ja. Könnt ihr das mit der Brücke von der anderen Seite aus hin, Kommandeur? Ich werfe die Fackel hinüber, damit ihr etwas Licht habt. Brauchen wir hier drüben denn keine? Ich habe eine zusätzliche mitgebracht. Der Orden der Schatten ist auf alles vorbereitet. Das ist aber jetzt ein schlechter Scherz, oder? Eieiei. Aber ich meine, das muss man ja mit dem Raptor schaffen, nicht wahr? Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Drückt mir die Daumen! Oh, hat geklappt! Soll ich die Fackel nehmen? Nee, ich soll nur die Brücke heben. Na gut. Ich glaube, ich hab's falsch gemacht. Wartet mal. Der Hebel bewegt sich nicht. Nach Jahrhunderten der Nichtnutzung sitzt er fest. Ja. Ich tritt das Ding mal. Wenigstens wissen wir jetzt, dass schon lange niemand mehr hier war. Nicht seit ich hier fort bin, vermute ich. Kann's weitergehen? Ja? Oder gibt's noch was? Einfach rein. Na gut, einfach rein. Oh. Der Brand hat diesem Ort übel mitgespielt. Aber die innere Kammer sollte sicher genug sein. Wir können sie als Basis nutzen, in der wir unseren Schlachtplan entwerfen. Uns etwas einfallen lassen, wie wir das Chaos dieses Altrachen beheben. Kommandeur, wir haben Aurene endlich gefunden. Sie ist über Gandara vom Himmel gestürzt. Vom Himmel gestürzt? Es geht ihr gut, aber sie braucht Ruhe. Wir sind gerade mit ein paar Zivilisten unterwegs zum Refugium. Dann bereiten wir diesen Ort besser für sie vor. Wir müssen Kormirs Feuer aktivieren. Was aktivieren? Ihre letzte Gabe an uns. Wir nutzten ihre Magie, um das Gebiet sicher zu machen.
Die haben da unten auf jeden Fall noch jede Menge Fässer stehen. Fässer und Kisten. Ich habe so das Gefühl, dass hier eigentlich vor kurzem jemand gewesen ist. Das sieht ja cool aus. Mega. Allerdings muss ich sagen, dass es solche Bäume auch im Amazonas gibt. Da wachsen interessante grüne Früchte dran. Oh ja. So, was soll man denn hier finden? Hm? Ich würde ja denken, dass der Eingang zur inneren Kammer da ist. Aber wir können auch gerne mal hier gucken. Nein, da nicht. Spinnenweben. Weil dieser Ort hier viel zu heiter ist. Gut, dass ich die richtige Ausrüstung dabei habe. Kornischen Teer brennt etwas heißer. Sagt einfach Bescheid. Bescheid! Schießt los. Ja! Ah, ah. Solche Macht. Das ist angenehm. Bam, das ist doch nicht das erste Mal, dass ich mit dir in der Spinnenhöhle bin. Ja, tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass wir in der Spinnenhöhle sind. Seht ihr? Sie waren nicht gebrandmarkt. Was habe ich euch gesagt? Die innere Kammer ist sicher. Gut. Wow. Die krabbeln hier aber wirklich überall rum, Bram. Guck doch mal. Bis an die Decke haben die Spinnenweben gesetzt. Oh. Oh, Mann. So viele Spinnenweben. Also, das verstehe ich nicht. Erinnert ihr euch? Bitterfrost Grenzland? Da ist man auch mit Bram in einer Spinnenhöhle gewesen. Seht her. Kein Wort von Spinnenphobie. Oh, scheint, als hätten die aktuellen Bewohner umdekoriert. Worauf es ankommt, sie ist sicher vor Krakatorik. Wenn es stimmt, was in meinem Geschichtsunterricht erzählt wurde, aktiviert das Entzünden dieser Feuer Kormias Schutzzauber. Sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Und ihr solltet vielleicht ein Stück zurücktreten oder so. Sie wurde lange nicht mehr entzündet. Also ich erwarte jetzt so einen Tomb Raider, Indiana Jones, Vermächtnis, der Tempelritter-Effekt, bitte. Entzündet sie! Oh! Warum entzündet sich der äußere Ring nicht? Spinnenweben müssen das Feuer blockieren. Oh. Oder die Spinne. Was war das? Da hinten hat's gerumpelt. Was immer das auch war, es hat einen Einsturz verursacht. Wir sitzen in der Falle. Oh ja. Klang irgendwie... Groß. Groß war das Wort, was du gesucht hast. Oh, und es klang nach Spinnen, würde ich sagen. Kommt schon. Solche Macht. Soll ich mal helfen hier hinten bei dir, Bram? Ja, das ist angenehm. Schneller! Komm, Nahkampf mit den Spinnen. Genau, Koss, mach mal die Spinnen direkt vom Bram weg, der hat Angst. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man Angst vor Spinnen hat, aber das ist irgendwie hier ein Fehler in der Erzählung, oder? Wie gesagt, bisher hatte Bram niemals Angst vor Spinnen. Wir halten die hier auf Trab. Ihr seht nach den anderen Flammenschalen. Es sei denn, Bram will diesmal aussetzen. Mir beliebt zu scherzen. Die könnte ich alle innerhalb von 10 Minuten zertrampeln.
10 ganze Minuten. Entspanntes Tempo. 7 Minuten. Na, das ist doch ein Wort. Oh, ich liebe Kuss. Kuss an, mein Junge. Zeigen wir ihnen, dass diese Familie sich behaupten kann. Schneller. Erfrischend. Okay, aber wir sollen einen der anderen Wege wählen, nachdem die sich hier unten jetzt gegen die Spinnen an dieser Flammenschale behaupten, soll Utwein ganz allein... mit Braham. Sollen Braham und Utwein hier für Ordnung sorgen. Jetzt auch noch Eiersäcke. Eiersäcke, wunderbar. Solche schneller. Eiersack, Eiersack, matschen wir den Eiersack. Komm, schlag richtig zu. Tritt richtig feste zu. Ach, Braham. Oh, guck mal, Braham, hinter dir. Ach, die kommen jetzt hier angelaufen, oder was? Ich stelle hier mal meine Freundin von den Char hin. Dann hast du auch nicht so viel Angst. Hallo, Braham! So, nächsten Eiersack hier. Okay. So. Habt ihr Spaß, Brian? Ja. Alter Schwede. Sie hat uns eingesponnen und durch die Gegend getragen. Verstört sein bis zum Ende seines Lebens, fürchte ich. Ach, Braham. Schneller. Hui. Ja, hier sind auch, guck mal, Eiersäcke. Halt! Immer mit der Ruhe! Genau. Mach die Netze kaputt. Du schaffst das schon. Oh shit, schon wieder! Ach, mein Gott. Oh Mann. Schon wieder? Schon wieder? Wie die sich aber auch einfach überhaupt nicht drüber wundern. Hä, schon wieder? Ja, guck mal, ist ja schon wieder eine große Spinne. Gut, hier geblieben. Genau, du machst es prima. Haltet sie fern von mir. Solche Macht. Ja, du machst es. Du schaffst das. Keine Sorge. Haltet sie fern von mir. Hier bleiben. Konzentriert euch auf die Netze. Genau. Wir wollen wieder angesammelt werden. Gehst du gut? Ihr seid wahrhaftig ein Deer. Schneller. Freut mich, dass irgendwer Spaß dabei hat. Ich hab das Feuer gelöscht. Wir müssen sie erledigen. Freut mich, dass irgendjemand Spaß dabei hat. Kämpft weiter. Geht klar. Oh, Utwein. Du bist echt zu gut und zu geduldig mit Braham. 7 Minuten, was? Los, gut. Lass es vorbei ist. Braham, ich wusste gar nicht, dass ihr... Keine Spur, es ist nur...
Um die Spinnen kümmert sich immer Rox. Ich glaube, wir können jetzt Cormiers Feuer neu entzünden. Kommandeur, erweist ihr uns die Ehre? Die hier werdet ihr brauchen. Fangt! So, dieser Ort dient einem neuen Zweck. Da wäre ein neuer Name wohl angebracht. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Sonnenzuflucht. Wunderbar. Ich hoffe, eure Freunde werden in der Lage sein. Au, Mann! Was sollen die ganzen Steine hier? Oh, hallo, Kommandeur! Seht, Oreen, wir haben es geschafft! Geht nur und schlaft euch aus. Moment mal. Oh, mein Mädchen! Eine Netzstruktur. Spuren von Biolumineszenz. Dieser Bau beherbergt eine Luminella Cadentis. Die sind eigentlich ausgestorben. Sind sie jetzt tatsächlich? Ich schätze es durchaus, hier drinnen in Sicherheit zu sein. Aber wie halten wir die verrückte Außenwelt auf? Da wird aber gleich jemand sehr traurig sein, dass die Luminella... Kalkatoriks Präsenz in den Nebeln destabilisiert die Grenze zwischen unserer Welt und der nächsten. Und was wollt ihr damit sagen? Ich möchte ja nicht wie ein Panikmacher klingen, aber die Realität könnte sich auflösen. Also was wollt ihr jetzt damit sagen? Wisst ihr was? Egal, ich will es gar nicht wissen. Warum macht Kalk das? Was hat er vor? Dieser Dorfbewohner hat etwas gesagt, das bei mir hängen geblieben ist. Unmittelbar vor dem Erscheinen der Risse haben sie Oreen gesehen. Dasselbe ist in Yahai passiert. Der Zerschmetterer griff an, nachdem Oreen bei uns aufgetaucht ist. Moment, die Daten, die ich über die Nebelrisse habe... Wartet mal kurz. Oh nein, so ist es. Kalkatoriks Angriffe, sie erfolgten alle an Orten, an denen Oreen vorher war. Sie ist die Verbindung. Dieses Kristallmonster. Es ist auf der Jagd nach ihr. Oreen sollte in Sicherheit sein, solange sie in der Kammer bleibt. Aber dieses Gemäuer ist alt. Wir müssen es verstärken. Gute Idee. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Draußen! Gebrandmarkte überall! Sie haben uns gefunden! Abmarsch! Wir werden Oreen beschützen. Los! Na dann... Aufi. Das sieht auch irgendwie so aus, als wäre da Brand. Oh no. Nebelriss, ein großer. Sei, bringt die Zivilisten in Sicherheit. Genau, lauft! Wir müssen diesen Riss schließen. Bin direkt hinter euch. Ja. Immer feste drauf da. Weiß ja, wenn Gewalt nicht hilft, hilft mehr Gewalt vielleicht. Und es sind auch keine Spinnen da, weißt du? Blutlegion erledigt. Asche-Legion. So. Jede Menge Char sind hier, aber die auf der richtigen Seite, auch wenn sie tot sind. Nur, wir können die Scherben hier aufheben. Und müssen wir die Scherbe nicht eigentlich gegen den Riss schleudern? Ja, wunderbar. Das war nicht gut, das war nicht gut. Aua, wow, wow. Und? Bleibt wachsam. Wir haben eine Rissbirsche am Hals. Mutter? Der Rissbirsch, Abraham. Wir müssen ihn erledigen. No. Thank you.
diese Sackviecher, die sehen ehrlich gesagt aus voll wie Außerirdische. Ja, wie schön euch zu sehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur ein Gastbesuch. Oh mein Gott. Man hat Snuff ja nie kennengelernt. Man hat immer nur in der Hauptstory von Snuff gehört. Und dass Snuff gestorben ist, wegen er. Steht mir bei. Konzentriert euch auf die Kapsel. Wir werden die ablenken. Alles klar. Machen wir die Kapseln kaputt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, mein Freund. Mann, wenn Mutti da wäre, würde die mir auch die ganze Zeit einen Vortrag darüber halten, dass ich irgendwas besser könnte. Aber ich glaube, ich würde es wohl gerne hinnehmen. Echt? Du hättest gerne deine Mutter jetzt hier und wein... Ja, die hat so eine bestimmte Art und Weise, mit manchen Leuten durchzugreifen. Werden immer mehr jetzt, Utwein, ha? Ja, ich hab's auch schon gesehen. Ich muss mich wohl beeilen. Mir fehlt der Wille. Der Wille nicht. Oh, was haben wir denn da? Ein gebrandmarkter Risskriecher. Den können wir gleich mal tot machen hier. So, genau. 32%. Ja. Ändert euch wohl nie, oder? Wir sind Legion. Eisenlegion, legt euch ins Zeug. So, noch 15. Komm schon. Schneller. 3. 2, 1, Ende. So, das hätten wir. Moment, seid ihr... Ihr seid doch Snuff, der Verfasser meines Textbuchs über die vergleichende Theorie der Golematie. Mutter, ich fasse es nicht. Er, ihr seid tot. Wir haben den Scheiterhaufen bei eurem Begräbnis entzündet. Wie kann das sein? Da fragt ihr die falsche Norm. Schaut, wir können nicht lange in dieser Welt bleiben. Glint hat uns geschickt, mit einer Botschaft an Orin. Kralkatorik hat angefangen, die magische Energie in den Nebeln zu verschlingen. Genauso wie er Balthasars Magie verschlungen hat. Das erklärt das ganze Chaos da draußen. Wenn man ihn gewähren lässt, wird er die Realität selbst verschlingen. Plish hatte recht. Orin ist drinnen. Hier entlang. Mutter, ich... Ich weiß nicht. Können wir reden? Rayhan, wir haben nicht viel Zeit. Und reden war sowieso nie unsere Stärke. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich war nicht das, was ihr gebraucht habt.
Das weiß ich. Und es tut mir leid, aber ich musste ich selbst bleiben. Ich musste meiner Legende folgen. Ich wollte euch nicht verlassen. Glaubt mir. Ich kannte den Preis. Aber wenn ich geblieben wäre, was hätte ich euch nützen können? Ich bitte euch nicht, zu ändern, was vergangen ist. Nur, wenn ich euch jetzt so sehe, ist es wirklich zu spät für uns? Ja, Graham. Es ist zu spät. Ich bin tot. Und ich hätte sowieso nie die Familie sein können, die ihr brauchtet. Aber seht ihr es denn nicht? Ihr habt diese Familie. Diese Leute lieben euch. Sie werden eure Legende wachsen lassen, wenn ihr nur aufhört, sie vertreiben zu wollen. Aber... Und trotz allem sind sie noch hier. Seht doch nur. Lasst mich gehen, Sohn. Lebt euer Leben. Meister Snuff, Herr? Darf ich euch kurz fragen, ob ihr bei visuellen Sensoren von Vermesser-Golems konkave oder konvexe Reflektoren besser findet? Ihr seid recht vorwitzig, nicht wahr? Wie sagtet ihr, lautet gleich wieder euer Name? Timey, Herr. Ah, Sojas Lehrling, das erklärt es. Was? Oh, ich habe großartige Dinge gehört. Hey, Aurin. Wie fühlst du dich? Aurin, hört mir bitte gut zu. Eure Mutter hat uns geschickt. Glynn tut, was sie kann, um Krakatorik aufzuhalten, aber sie wird das nicht schaffen. Sie braucht euch. Es ist Zeit, dass ihr das Vermächtnis Glynns erfüllt. Wartet, was soll das heißen? Aurin muss Krakatorik töten und seinen Platz als Altdrache einnehmen. Jetzt. Nein, sie kann Krakatorik nicht allein entgegentreten. Sie ist noch nicht bereit. Nicht allein, Kommandeur. Euer Schicksal ist mit ihrem verknüpft. Ihr spielt beide eine wichtige Rolle für die Prophezeiung. Ihr müsst ihn erledigen, gemeinsam. Und zögert nicht. Je länger ihr wartet, desto mächtiger wird Krakatorik. Was? Ihr erwartet, dass die beiden ganz allein einen tobenden Orkan bezwingen? Aurin ist doch noch zu jung. Schluss jetzt! Ihr macht ihr Angst! Dies ist der Grund, weshalb ihr zusammengebracht wurdet. Vlast hat versagt, weil er keinen Champion hatte, Kommandeur. Er hatte nicht euch. Dann gehe ich mit. Das machen die beiden nicht allein. Das machen die beiden überhaupt nicht. Aurin, seht mich an. Bezwingt Krakatorik und nehmt seinen Platz ein. Dafür wurde ich streichel sie mal. Zum Beruhigen. Oh oh. Was? Was war das? Der Kampf mit Krakatorik. Aurin hat eine Vorahnung. Eine Vision der Zukunft. Vieler Zukünfte. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Was wir auch tun. Aurin stirbt. Wir sind gerade von draußen gekommen. Aurin ist mitten durch den gebrandmarkten Kristall gerauscht. Sie ist fort. Oh, meine Götter! Nicht einmal der Drache will sich Krakatorik stellen. Was sollen wir tun? Wir wissen ja nicht, wann er kommt. Bitte, Leute, beruhigt euch doch. Beruhigt euch? Ihr habt doch gesehen, was da draußen los ist. Komm hier.
erhört mein Gebet. Hey, ich glaube, ich kann... Er kommt aus dem Nichts. Ich will nicht sterben. Wir haben schon ein ganzes Dorf verloren. Ich habe eine Idee. Wir könnten... Wir müssen uns wehren. Es hat keinen Zweck. Wir werden ihn nicht kommen sehen. Leute, Lish hat etwas zu sagen. Ihr habt Angst und ihr habt jedes Recht dazu. Aber wir müssen füreinander stark sein. Wir müssen Ruhe bewahren. Wie soll man Ruhe bewahren, wenn man jederzeit von einem Altdrachen angegriffen werden könnte? Zum Glück ist der Umgang mit Drachen das, worauf sich der Pakt am besten versteht. Der Kommandeur und ich haben einen Plan für eure Sicherheit. Und was wäre das dann? Wie lautet der Plan? Geduld! Wenn irgendjemand einen Ausweg finden kann, dann Blish. Der kann alles. Nicht ganz akkurat, aber vielen Dank. Ich glaube, ich kann ein Gerät bauen, das uns warnt, wenn Kralkatori kommt. Und wir beginnen gleich mit der Arbeit daran. Richtig, Kommandeur? Ja, natürlich. Ihr weist die Richtung. Ich verständige die restlichen Sonnenspeere, Kommandeur. Sie sollten uns bald hier treffen. Sollen wir ihm einfach vertrauen? Einem Golem? Was ist, wenn wir wieder weg müssen? Oh Mann. Oh Mann. Oh, das ist so süß. Wie Gorik über seinen Bruder gesagt hat, er kann alles. Och Mann. Er kriegt gleich Pipi in die Augen. Ach Mann, wie toll. Ach, Gorik ist toll und Blish ist toll und... Ach. Und Aurine, die tut mir so furchtbar leid. Die ist so klein und so viel... so viel Last liegt auf ihren Schultern. Echt schlimm. Ach, das war doch damals schon mit Vlast so schrecklich. Vlast ist letztendlich daran kaputt gegangen, dass er niemanden hatte. Dass alle ihm nur gesagt haben, was seine Pflicht ist und dass niemand ihm erlaubt hat, einfach nur auch mal er zu sein und zu leben.